herzlich willkommen schon wieder zu einem neuen Q&A. Das ist jetzt das dritte, was ich heute mache, weil ich habe immer noch so viele Fragen. Deswegen versuche ich jetzt ganz viele Fragen auf einmal zu beantworten mit ganz, ganz kurzen Antworten. Das schaffe ich bestimmt. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wie kommst du mit dummen Kommentaren klar? Blockieren. Also ich blockiere das meiste tatsächlich raus, damit kritisiert, ey Jen, warum blockierst du eigentlich dumme Kommentare raus? Oder ey, warum blockierst du Kritik? Das ist für mich keine Kritik, wenn mir jemand sagt, du schminkst nicht zu viel oder du schminkst nicht zu wenig sogar. Das ist für mich keine Kritik, das ist für mich verpiss dich. Geil, nächste Frage. Wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du nicht den Erfolg mit YouTube und Twitch gehabt hättest? Ich würde wahrscheinlich immer noch als Erzieherin gearbeitet haben, denke ich, ja. Wie schwierig würdest du dir einen normalen Alltag vorstellen, sprich nicht streamen, sondern einen anderen Job? Jetzt nicht schwierig. Also ich hatte ja früher schon Struggle damit gehabt. Also ich bin morgens um 6 aufgestanden, ich war dann um 7.30 Uhr auf Arbeit. Ich war bis 17 Uhr oder 18 Uhr dann weg, dann war ich zu Hause, dann habe ich was gegessen, dann habe ich noch gestreamt als Hobby und das ging bis 0 Uhr oder so. Ich hatte aber keine Zeit für irgendwas anderes. Achso, ich habe noch gecosplayt, das kam noch dazu. Das war alles ein bisschen eng. War alles ein bisschen bescheiden, ja. Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem hinkriegen. Hast du ein paar Tipps und Tricks, wenn man mit Stream anfangen möchte? Mach's für dich selber. Das ist immer das, was die meisten größeren Streamer wahrscheinlich sagen, aber es ist halt wirklich so. Ich habe gestreamt damals auch mit meinen 30, 40, 50 Zuschauern. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich hätte nie gedacht, dass es bei mir mal so durch die Decke gehen würde. Also hätte ich wirklich nicht gedacht und ich bin sehr dankbar dafür und ich schätze das sehr wert. Aber Tipps und Tricks, mach das, worauf du Bock hast, weil du musst dir vorstellen, das sind Leute, die wahrscheinlich von der Arbeit kommen und einfach den Kopf abschalten möchten. Also investieren sie ihre Zeit in dich hinein und vertrauen darauf, dass du ihren Alltag unterhältst. Und das ist sehr viel wert und so sehe ich das immer. Ich denke mir immer, ich muss mich nicht hinsetzen, wenn ich nicht unterhaltsam wäre, weil ich werde die Leute unterhalten. Und es gibt ja schon einen Grund, warum so viele Leute sich da hinsetzen und sagen, ich gucke jetzt Jen nach der Arbeit. So muss man das immer selber sehen. Man muss schon überlegen, was für einen Mehrwert man den Leuten geben könnte, wenn sie von einem stressigen Alltag nach Hause kommen. Hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung? Ja. Ich habe 2 Jahre meine Ausbildung schulisch als Sozialassistentin gemacht, staatlich geprüfte Sozialassistentin, habe da Praktika in Bereichen Altenpflege, mit gehandicapten Menschen gearbeitet und im Schulhort gearbeitet. Und danach habe ich 3 Jahre meine schulische Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin gemacht und abgeschlossen und habe dann auch noch als Erzieherin im Kindergarten gearbeitet. Ja. Warum hast du mit Cosplay und Not Safe for Work aufgehört? Weil ich nicht alles auf einmal machen kann. Ich kann mich entweder für diese Richtung entscheiden oder für diese Richtung. Natürlich kann ich noch Cosplay nebenbei machen, sind aber noch alles viel, viel mehr Zeit in Anspruch. Und ich habe jetzt zum Beispiel für mich gesagt, ich mache jetzt noch YouTube. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit noch für YouTube, aber ich kann jetzt nicht noch Cosplay machen. Und mit dem Not Safe for Work Content, also, ne, für die es nicht wussten, ich habe früher Urf gemacht. Das ist jetzt, ja, 2024, weiß gar nicht, 3 Jahre her mittlerweile, I guess. Ich habe damit aufgehört, weil ich mich einfach für das Stream entschieden habe und ich bin damals in ein Management gegangen und es hieß, Jen, du musst dich jetzt für eine Seite entscheiden. Wenn du jetzt weiter mit OF machst, dann wird es gewisse Kooperationspartner geben, die nicht mit dir arbeiten möchten. Und das stimmt. Wenn du den Stempel im Gesicht hast mit OF, dann bist du halt abgestempelt. Dann musst du dich erstmal ein bisschen rausboxen. Und das habe ich halt gemacht und es wäre sehr suboptimal, wenn ich das wieder machen würde. Bei deinen Haaren, hast du von Natur aus diesen Wirbel im Pony oder föhnst du den extra? Den föhne ich tatsächlich nicht extra so. Also hier habe ich so den Wirbel, hier sieht es immer richtig gut aus und hier ist so, ja. Also ich mache einfach so und ich mache tatsächlich gar nicht so viel mit meinen Haaren. Das ist so. Ich habe hier den Wirbel und ich habe hier hinten noch einen Wirbel. Ich habe 2 Wirbelis. Ja. Was bist du für ein Typ Mensch? Hilfst du gerne Menschen? Stehst du gerne im Mittelpunkt? So viele Fragen. Ich helfe sehr gerne Menschen. Ich empfinde Glück und bin einfach glücklich, wenn ich Menschen helfen kann. Ich habe auch so ein kleines Helfersyndrom, falls euch das was sagt. Also wenn ich irgendwie jemanden sehe, der offensichtlich bei irgendwas Hilfe braucht oder so, dann hänge ich mich gerne auch ganz, ganz intensiv hinein und investiere sehr viel Zeit, wenn meiner Meinung nach die Person Potenzial dafür hat, das zu bekommen, in diesen Menschen hinein und helfe sehr gerne. Und stehst du gerne im Mittelpunkt? Ich wäre nicht Content Creator oder Streamerin, wenn ich nicht gerne im Mittelpunkt stehen würde. Das ist auch so eine Sache. Man sagt immer, ja, yeah, die Streamerin, die will doch nur im Mittelpunkt stehen. Ja, natürlich will ich im Mittelpunkt stehen. Natürlich, ich tue es ja gerne. Ich würde mich nicht auf eine Gamescom-Bühne stellen mit so vielen Leuten um mich herum, wenn ich nicht gerne im Mittelpunkt stehen würde. Aber auch nur zu einem gewissen Maß und zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist dann auch wieder gut. Irgendwann bin ich dann auch wieder gerne die private Jen und ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ich habe einfach so Phasen. Dein größter Fehler im Leben? Habe ich nicht. Weil hätte ich keine Fehler im Leben gemacht, wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Und ich bin eigentlich ziemlich stolz auf die Person, die ich heute bin. Und deswegen, ich weiß, viele sagen jetzt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber nein, auch die Entscheidungen, die
einigermaßen blöd waren in meinem Leben, bereue ich nicht. Also Fehler maximal, dass ich damals Fehler als Fehler gesehen hätte. Weil hätte ich damals die Fehler nicht gemacht, hätte ich sie wahrscheinlich jetzt gemacht oder später. Und aus Fehler lernt man. Und ohne Fehler kommst du im Leben nicht voran. Imagine, du hast keine Fehler. Du kommst nicht voran. Du lernst gar nichts dazu. Du kannst nicht an dir wachsen. Wie lange hast du als Erzieherin gearbeitet? Vermisst du die Zeit? Ich habe ein Jahr als Erzieherin gearbeitet. Also richtig gearbeitet. Fertige Erzieherin. Vermisst du die Zeit? So semi. Also ich muss ehrlich sagen, ich genieße es schon sehr, mein eigener Chef zu sein. Und ich genieße es auch einfach mal nicht erst 18 Uhr zu Hause zu sein, sondern ich genieße das Privileg, mir meine Arbeit selbst einteilen zu dürfen. Und daher bin ich einfach zu glücklich, als dass ich es vermisse. War rosa Pink schon immer deine Farbe? Wenn ja, was bedeutet für dich die Farbe? War schon immer so. Ich sage immer, ich lebe hier so in meinen Räumen auch immer so ein bisschen meine Kindheit aussehen, in der ich nie so richtig schön pinke, große Zimmer gehabt habe. Aber ja, es war schon immer, ich liebe Pink über alles. Es war schon immer so. Es ist für mich einfach meine Farbe. Trägst du lieber Röcke oder Hosen? Ich trage tatsächlich aktuell lieber Röcke. Früher nicht so, weil ich hatte sehr dünne Beine gehabt. Und ich wurde halt immer deswegen gemobbt. So, ja, Stelzenbein und ich bin viel zu dünn und ich dürfte keine Röcke tragen. Es sieht scheiße aus. Deswegen habe ich nie Röcke getragen, sondern immer Hosen. Aber ich bin sehr zufrieden mit mir und seitdem trage ich auch sehr gerne nur Röcke. Was war das Schlüsselereignis, wo du angefangen hast, mehr auf dich selbst zu schauen? Das war eher so ein schleichender Prozess, aber es hat damit angefangen, als ich richtige Freunde in meinem Umfeld bekommen habe. Und davon spreche ich von den aktuellen Menschen in meinem Umfeld in Berlin. Deswegen bin ich damals auch nach Berlin gezogen. Aber so ein richtiger Schlüsselmoment war, als ich mich aus meiner extrem giftigen, fast vierjährigen Beziehung gelöst habe damals, weil ich einfach nur für diese Beziehung gelebt habe. Ich hab gar nicht auf mich selbst geachtet und ich wusste, es muss sich was ändern. Das war mein Schlüsselereignis. Was ist das Wichtigste, was du aus deinen Beziehungen gelernt hast? Sind wir ja gerade da. Nicht nur für die andere Person zu leben. Ich liebe mich genauso sehr, wie ich die andere Person liebe und ich habe das Eisbecher-Modell. Mein Leben ist das der Eisbecher, eine Kugel sind Freunde, eine Kugel ist Job, eine Kugel ist mein Hund, Schlagsahne noch, weiß ich nicht, was auch Bock macht. Und die Kirsche obendrauf ist die Beziehung. Die Kirsche macht den Eisbecher viel geiler. Wenn die Kirsche weg ist, ist er aber immer noch geil. Es ist halt so ein geiles Add-on. Muss nicht sein. Aber es macht es besser. Aber auch ohne ist es geil. Ich finde es schwierig, wenn man sagt, man freundet sich prinzipiell nicht mit Followern an, sind doch auch nur Menschen. Ja, ich freunde mich schon allein. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich nie mit der Person, die das geschrieben hat, mich anfreunden. Ich habe nämlich gesehen, die Person, die das geschrieben hat, hat nämlich auch gefragt 3-4 Mal, ey, kann ich mich mit dir anfreunden? Mache ich nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal beantwortet. Könnte das nicht, weil mit dem Gedanken dahinter, dass ich mit einer Person mich anfreunde, die mich nur mag, weil sie mich aus Social Media kennt, ist für mich einfach falsch. Ich mag gern Freundschaften, die einfach spontan entstehen, ohne dass die Person gefühlt mein Internetdasein liebt. Wie oft machst du Sport und wie intensiv und wie sieht's mit der Ernährung dazu aus? Ich mache aktuell ungefähr 4-mal in der Woche Sport, manchmal auch 3-mal oder 5-mal, je nachdem, wie ich Bock habe. Und das im Durchschnitt 1 Stunde am Tag dann. Und Ernährung, ich achte momentan auch sehr auf meine Ernährung. Jetzt nicht, dass ihr denkt, boah Jen, du bist doch, aber du siehst voll gut aus, bla bla bla. Ich weiß, aber ich bin viel am PC. Ich arbeite viel am PC, ich muss mir einen Ausgleich suchen. Ich habe Herzrhythmusstörungen, ich muss ein bisschen Sport machen. Und es macht mir immens viel Spaß und es gibt mir so viel für meinen Kopf aktuell Sport zu machen. Ich fühle mich so unfassbar wohl und das, obwohl halt gerade so dieses eklige Depri-Wetter ist. Ich habe mich nie besser gefühlt in dieser Jahreszeit. Wie viele ungewollte Anfragen von Männern bekommst du eigentlich? Ja, kannst du dir vorstellen, mit kleineren Streamern zu streamen oder zu zocken? Leute, die meinen Stream kennen, wissen, dass ich auch mit kleineren Streamern spiele, aber nicht, weil ich sage, boah, ich will jetzt mit kleineren Streamern spielen oder streamen, sondern weil ich einfach die Person kennengelernt habe und sympathisch finde, aber ich mag nicht dieses, hey Jen, ich bin eine kleine Streamerin oder ich bin ein kleiner Streamer, können wir mal das und das zusammen streamen, damit ich vielleicht auch Zuschauer bekomme. Das ist nicht so geil. Mag ich nicht so, aber ich spiele auch mit kleineren Streamern zusammen, wobei mir das eigentlich voll egal ist mit der Zahl. Last but not least, wie gehst du mit deinem Glowdown um? Das meine ich nicht mal fies, no hate. Aber früher hast du dich viel öfter gezeigt, als ob du dich um dein Aussehen kümmerst und auch anderen besser gefallen wolltest. Ach,
Es ist Zeit, mein Glowdown raushängen zu lassen. Die Zeit des Abschwinkens. Ja, also mein Glowdown, wie man es jetzt nennt, ist echt verheerend. Ich habe mich früher viel mehr geschminkt und viel mehr darum gekümmert, dass andere Menschen mich attraktiv finden. Das ist sogar korrekt. Ich habe früher auf Krampf sehr stark darauf geachtet, was andere von mir denken, und ich habe mich absichtlich auch verstellt. Ich habe meine Stimme verstellt. Hey Leute, wie schön, dass ihr heute wieder da seid. Boah, ich war unsicher des Todes. Ich habe mich früher sehr viel geschminkt, mit der Absicht, dass ich meine Augenschatten verdecken möchte, mit der Absicht, anderen Leuten zu gefallen und mit der Absicht, aufzufallen, weil es gibt ja so viele wunderschöne Frauen im Internet und das Schönheitsideal ist ja so krass. Deswegen muss ich ja mithalten. Das, was hier als Glowdown bezeichnet wird, und keine Sorge, ich bin nicht triggert oder so. Also wenn ich getriggert wäre, wäre ich ganz anders drauf. Ich gehe einfach sehr, sehr stark davon aus, dass das zum Beispiel von der Person geschrieben wurde, die sich nicht vorstellen kann, wie es ist, mit sich selbst im Reinen zu sein. Aber für mich ist das so, ich erkläre das sehr gerne. Ich fühle mich zum Beispiel sehr wohl, geschminkt als auch ungeschminkt. Macht für mich keinen Unterschied. Und jetzt kommt mir nicht mit, ja, aber wofür schminkst du dich überhaupt? Ich mache es einfach für mich. Einfach, weil ich Bock habe. Weil ich mir sage, boah, jetzt habe ich Bock. Jetzt schminke ich mich mal wieder ein bisschen. Dann gibt es wieder eine Woche, wo ich sage, ich schminke mich heute wieder nicht. Und genau da ist das. Das ist das Erfolgserlebnis für euren Kopf, indem ihr euch keinen Kopf darüber macht, was andere von euch denken oder wie andere euch finden. Auch vom Aussehen, vom Auftreten, whatever. So, ich habe früher sehr, sehr dolle mich geschämt wegen meinen Augenring. Das war aber schon immer so. Das ist jetzt auch nicht im Alter erst so, sondern das war schon mein Leben lang so, seit meiner Geburt. Einfach, weil bei mir ist das nicht so gut durchblutet, und ich denke, das haben einige Leute. Das ist normal. Eine Frau sieht so ungeschminkt aus. Das ist nun mal Fakt. Und die Haut ist einfach sehr, sehr dünn unter den Augen. Bin ausgeschlafen. Ich ernähre mich gesund. Dennoch ist es da und ich sehe immer müde aus. It is what it is. Also um auf die Frage zurückzukommen, wie ich mit meinem Glowdown umgehe. Ich habe ein absolutes Glow-up bekommen. Ich finde mich 12 von 10. Ich weiß nicht, bin sehr zufrieden mit mir. Und jetzt noch schön die Brille, damit ich noch mehr sehe. Ich mag zum Beispiel nicht, mit der Brille geschminkt zu sein, weil dann macht die immer so komische Abdrücke auf meiner Haut in dem Make-up. Ah, schön. So, und damit sind wir durch, liebe Leute. Ich würde sagen, das war's. Also ich hab echt viele Fragen jetzt durchgeballert. Also im Vergleich zu den letzten Q&As war das echt Premium. Folgt mir sehr gerne auf Instagram, wenn ich mal wieder eine Q&A-Runde mache. Dann könnt ihr sehr gerne wieder irgendwas fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, bin ich mir sehr sicher, dass es euch gefallen hat. Sonst wärt ihr nicht bis jetzt da. Ansonsten seid ihr ganz schön doof und ihr steckt mir Geld in den Rachen, obwohl ihr meine Videos nicht mögt. Aber das ist okay. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Was auch immer. Ich freue mich über Interaktion und wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, Louis.